So, damit setzen wir die Sitzung in der chronologischen Reihenfolge fort und haben als nächstes den Tagesordnungspunkt 12.2. Menstruation ist kein Luxus, für die kostenlose Bereitstellung von Monatshygiene auf städtischen Toiletten. Hier ist Einreiche die SPD-Fraktion. Und da bitte ich um Einbringung, vielleicht auch gleich, dass man das kombiniert mit dem Änderungsantrag. Dann liegen mehr Ersetzungsantrag CDU, Änderungsantrag AfD vor. Und in der Fraktionsrunde beginnen wir mit Bündnis 90 Die Grünen. Einbringung, bitte schön, Herr Kanewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beschäftigen uns jetzt mit einem Thema, was in der direkten Betroffenheit jetzt erstmal nur 50% roundabout der Bevölkerung betrifft. Aber wir beschäftigen uns als Rat damit, weil es natürlich ein Thema ist, mit dem sich die gesamte Gesellschaft auseinandersetzen sollte. Ich habe den Satz schon ein paar Mal gebracht hier, denn wir leben inzwischen im 21. Jahrhundert. Wenn wir darüber sprechen, über das Thema Menstruation, über das Thema Periode, dann ist das immer noch ein sehr, ich habe das Gefühl, tabubehaftetes. Das ist mir im Ausschuss aufgefallen, das ist mir auch in der Diskussion zu dem Thema aufgefallen, wenn man mit den Leuten spricht, weil die Frage ist, warum setzt ihr euch denn mit diesem Thema auseinander? Ist das nicht Privatsache? Muss man sich da nicht selber drum kümmern? Warum beschäftigt ihr euch denn im Rat mit diesem Thema? Und ich glaube, die Antwort ist sehr, sehr einfach, warum wir uns im Rat mit diesem Thema beschäftigen, weil wir als Stadt und als in dem Falle Unterhaltungsbehörde öffentlicher Sanitäreinrichtungen, glaube ich, auch an der Stelle eine kleine Verantwortung dafür haben, dass wir Menschen, die ihre Periode bekommen, das Leben ein bisschen einfacher machen können. Wir haben das im Antrag ausgeführt. Es gibt ja diverseste Gründe, warum man sich mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Das eine ist tatsächlich eine Kostenfrage und das will ich hier auch nicht verschweigen an der Stelle, ist ja im Antrag auch mit drin. Frauen, je nachdem, welche Studie man nimmt, geben im Monat roundabout zwischen 5 bis 10 € für Artikel der Monatshygiene aus. Einige Studien definieren das ein bisschen höher, andere ein bisschen runter, aber der Fakt bleibt, irgendwo bei 5 € ist das der Fall. So. Jetzt soll es Menschen geben, denen es nicht ganz so gut geht wie uns, die wir hier im Rat sitzen, die ein ordentliches Einkommen haben, die gegebenenfalls das Stadtratsgeld kriegen, und das ist dazu natürlich ein Kostenfaktor. Und ich sage mal, wenn ich die Möglichkeit habe, mir auf einer städtischen Toilette auch ein kostenloses Periodenprodukt in der Notwendigkeit abzuholen, dann ist das so. Ich habe auch ehrlicherweise sehr schmunzeln müssen, wir haben das im Ausschuss gehabt, dass dann das Bild an die Wand gemalt wurde von marodierenden Damenhorden, die durch die städtischen Toiletten laufen und die Periodenprodukte einstecken, weil es da augenscheinlich einen Markt dafür geben solle. Die Sorge würde ich jetzt erstmal als sehr gering einstufen, dass das nun der Fall ist, wenn wir in Dresden Periodenprodukte auf städtischen Sanitäreinrichtungen kostenlos anbieten. Der zweite Punkt ist ein Verfügbarkeitsproblem. Es soll Menschen geben, die alles in ihrer Handtasche haben, aber es gibt auch Menschen, die nicht immer alles mit dabei haben. Und auch an der Stelle ist es ein Serviceangebot der Stadt, zu sagen, ich muss nicht irgendjemanden fragen, ich muss nicht im Sekretariat klingeln und sagen, ich bräuchte jetzt doch mal eine Binde oder einen Tampon, sondern es müsste selbstverständlich sein, dass es eben einfach da ist, dass es zur Verfügung gestellt wird von uns. Auch das hat mit Serviceangebot und mit, finde ich auch, städtischer Daseinsvorsorge an der Stelle zu tun. Und warum wir das Ganze auch im Bereich der Schulen aufgenommen haben, auch das war ein Punkt, der in der Diskussion gewesen ist, ist einfach, dass das Thema da ist und es muss auch an die Grundschule. Meine mittlere ist jetzt 9 Jahre alt und die haben jetzt gerade eben im letzten Elterngespräch gesagt, die müssen mit Eingang der 4. Klasse ihren Schulunterricht insofern abändern, dass sie das Thema Körper an den Anfang der 4. Klasse setzen, weil es in dieser 3. Klasse, 9 Jahre sind die, 9 Jahre, das Thema losgeht. Statistisch gesehen sind wir irgendwo bei 12 bis 16 Jahren, wo die erste Periode losgeht, aber das Thema ist auch an Schulen, auch an Grundschulen relevant und deswegen haben wir es im Antrag mit drin. Ich weiß, wir haben hier im Stadtrat da sehr unterschiedliche
Ansichten zu diesem Thema. Und das ist auch in Ordnung, weil dafür sitzen wir hier und diskutieren am Ende miteinander. Ich möchte mich an der Stelle trotzdem, auch wenn das für uns zu kurz gedacht ist, sehr herzlich bei der CDU bedanken für den Ersetzungsantrag, weil mir das zumindest zeigt, dass Sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Es ist aus unserer Sicht und derer, die den Antrag unterstützen, zu wenig, dass man nur an 3 Schulen beginnt. Wir hätten da gerne mehr an der Stelle. Ich will mich bei den Grünen ganz herzlich bedanken, die den Aspekt der Nachhaltigkeit mit in den Antrag reingebracht haben. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Das ist die Ergänzung im federführenden Ausschussvotum unter der Nummer 4. Ich würde mich, aber das muss ich ja auch sagen als Einreicher, nach wie vor über eine breite Mehrheit freuen. Mit dem Antrag wird niemandem was genommen, aber mindestens 50% dieser Stadt ein bisschen mehr Service und ein bisschen mehr Entspannung gegeben. Vielen Dank. So, wird der AfD-Änderungsantrag oder Ersetzungsantrag eingebracht? Herr Bingert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Zuschauer. Der Antrag der SPD-Fraktion hat auch bei uns zu starken, kontroversen Diskussionen geführt. Ich persönlich hatte mich schon länger mit dem Thema beschäftigt und empfand den Umgang mit der Problemlage und den daraus folgenden Lösungsansätzen in Schottland als vielversprechend. Der Antrag geht jedoch nach unserer Meinung über das eigentliche Problem hinaus und schafft organisatorische und finanzielle Probleme. Warum sollte in Verwaltungsgebäuden, Museen und Bibliotheken dieses Angebot unterbreitet werden? Gehen Sie davon aus, dass die Angestellten finanziell so schlecht gestellt sind, dass diese in der ursprünglich beschriebenen Notlage sind? Etwas anderes wäre es gewesen, wenn Sie auf unseren Vorschlag eingegangen wären, dies nur für Besuchertoiletten am Anfang vorzusehen. Wir hatten dort eine lange Diskussion, Herr Kaniewski. Sie wollten nicht mit uns reden und von uns kam der erste Ersetzungsantrag nicht von der CDU. Die mussten noch schnell was starten. Wir möchten das Angebot der kostenlosen Abgabe von Monatshygiene unkompliziert ermöglichen, ohne Regulierungswut. Die Abgabe kann dann einfach und unkompliziert jede Schule für sich selbst regeln. Zum Beispiel Schulen ohne Probleme der Sauberkeit und Ordnung können diese auf dem WC auslegen. Andere Schulen wiederum werden diese Möglichkeit eventuell durch eine zentrale Entnahmemöglichkeit, zum Beispiel in der Nähe der Lehrerzimmer, ermöglichen. Und natürlich sollte das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet werden. Somit dürfte auch die finanzielle Belastung gering werden. Nichts halten wir von den seitens der Grünen-Fraktion eingebrachten Beschlusspunkt 4. Dies ist in unseren Augen Dekadenz in Reinform. Auch der Ersetzungsantrag mit ausgewählten Testeinrichtungen halten wir für den falschen Weg. Jetzt im Änderungsantrag wurde ja eigentlich der Ersetzungsantrag der CDU übernommen, damit die CDU mit auf das Boot aufhoppt. Stimmen Sie daher bitte unserem Antrag zu, damit eine einfache Lösung des Problems erfolgt und den Mädchen und Damen wirklich geholfen wird. Wir werden, wie schon erklärt, gegen den federführenden Ausschussbericht stimmen, gegen den Ersetzungsantrag der CDU und auch gegen den Änderungsantrag, der jetzt vorliegt. Es liegt an Ihnen. Gern können Sie eine Auszeit beantragen und doch noch mit uns zusammen eine Lösung erarbeiten. Vielleicht ist der Herr Kaniewski und die Frau Frohwisser doch noch zu Gesprächen mit uns bereit. Vielen Dank. So, als nächstes Ersetzungsantrag CDU. Frau Arnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Bürger. Menstruation ist kein Luxus. Was für ein kraftvoller Titel für einen echt schwachen Antrag. Es ist ein Tabuthema, kann man lesen. Es ist
Kein Luxus, ja, Sie haben es gesagt, etwa 5 Euro im Schnitt kostet es eine Frau. Und ja, wir können uns das nicht aussuchen. Viele Dinge können sich Menschen nicht aussuchen. Wir haben auch über andere Themen diskutiert in diesem Zusammenhang. Und die Frage ist, wofür sind wir hier als Stadt verantwortlich? Wir haben ungefähr 35% Dresdner, die sind inkontinent. Das ist ein Riesenproblem, genauso wie vielleicht für eine Frau, die unterwegs ist und nichts dabei hat. Die Kosten sind allerdings ganz andere und auch das ist eben kein Luxus, nichts, was man sich aussucht. Luxus ist allerdings Ihr Antrag, weil er die Stadt mal wieder in die Verantwortung für etwas nimmt, wofür wir als Stadt nicht die Verantwortung tragen. Etwas, was man durchaus auf anderen Ebenen diskutieren kann und sollte, aber müssen wir als Stadt immer und für alles die Vorreiterrolle einnehmen. Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie nur vermeintlich das Ziel haben, dies umzusetzen. Sie haben das wichtigste Ziel, nämlich eine große Medienaufmerksamkeit, das haben Sie erreicht. Den Aufschlag, den hatten Sie. Aber ob es wirklich um die Realisierung geht, nein, ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Eingereicht haben Sie ihn im Januar 2021. Ich darf daran erinnern, der Zeitpunkt, als wir über 77 Millionen Euro Kürzungen gesprochen haben, Kürzungen in Investitionen, Kürzungen im konsumtiven Bereich, eine ganz, ganz schwere Debatte stand vor uns. Es ist wenig wunderlich, dass Sie also an Ihren Antrag gar kein Preisschild dran gemacht haben. Und warum werfe ich Ihnen vor, dass Sie es nicht umsetzen wollten? Sie haben sich auch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie dieses Preisschild aussehen könnte. Sie haben keine Antwort darauf, über wie viele Toiletten sprechen wir in der Stadt, was sind das für Personalausgaben, wie kann man das tatsächlich umsetzen, brauchen wir Automaten, das sind Investitionen. Sie haben sich mit diesen Fragen überhaupt nicht beschäftigt, Sie konnten darauf keine Antwort geben. Wir haben über Verschiedenstes diskutiert und Sie haben natürlich auch keine Finanzierungsquelle. Das ist das Entscheidende. Das heißt, selbst für diejenigen, die ihr Ansinnen hier im Stadtrat teilen, für sie ist das nicht zustimmungsfähig, auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen AfD, die Sie ja hier immer große Reden über die solide Haushaltsplanung und Führung halten, ich kann in Ihrem Antrag auch keine Finanzierungsquelle entnehmen. Geschweige denn, dass Sie es vor der CDU eingebracht haben, es ist das gleiche Datum, es wurde im AV miteinander beraten. Ich möchte ganz deutlich sagen, grundsätzlich lehnen wir es ab, dass auf allen städtischen Toiletten diese Produkte zur Verfügung stehen. Aber wir haben im Bildungsausschuss ein Bild gezeichnet bekommen von Frauen, das mich sehr verwundert hat, dass in der Diskussion mit anderen auch ein bisschen erschreckend war, was Sie für ein Bild zeichnen, aber durchaus von jungen Mädchen in der Diskussion mit Schulleiterinnen und Schulleitern, auch mit Elternvertretern, mit Schülerinnen, auch Erzieher haben wir befragt, ein sehr ambivalentes Bild bekommen. Zum einen vollkommenes Unverständnis zu einem Zeitpunkt, zu dem wir die Schulbudgets, das heißt, das Geld für die eigentliche pädagogische Arbeit an den Schulen reduziert hatten, kommen Sie mit einem Vorschlag, in Zukunft Menstruationsprodukte zur Verfügung zu stellen. Das Unverständnis war riesengroß. Und für mich völlig überraschend, das gebe ich ganz offen zu, gab es aber auch die Antwort, ja, sowas gibt es an unserer Schule bereits. Das bezahlt das Quartiersmanagement. Wir haben besonders viele Schülerinnen und Schüler, die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Wir haben besonders viele Schülerinnen und Schüler, in dem, sehen Sie mal, wie sehr man sich schon auf Schülerinnen und Schüler konzentriert, wobei es heute tatsächlich nur um die Schülerinnen geht, die aus einem besonderen sozialen Umfeld kommen. Und hier ist es bei uns ein Thema. Und ja, wir nehmen diese Rückmeldungen sehr ernst, auch die Ambivalenz dieser Rückmeldungen. Und daraus resultiert unser Änderungsantrag. Wir wollen nämlich tatsächlich prüfen, was ist erforderlich. Vielleicht wird im Endeffekt ausreichen, überall in der Schule
verschieden, wie die Schule das handhaben möchte, ein Angebot zu schaffen. Bei der Schulsozialarbeit, im Sekretariat, woanders. Vielleicht ist es aber wirklich notwendig, die Toiletten damit auszustatten. Deshalb sieht unser Änderungsantrag vor, dass wir dies einmal prüfen in Modellprojekten an Schulen. Das halten wir durchaus für sinnvoll. Was wir nicht für sinnvoll erachten, ist im Endeffekt hauptsächlich den Mitarbeiterinnen der Verwaltung, den Lehrerinnen und Lehrern und den Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern, Menstruationsprodukte kostenlos zur Verfügung zu stellen, ihnen zumindest das Angebot zu unterbreiten, denn sie werden es sein, die davon profitieren. Und in der Frage der Nachhaltigkeit und durchaus berechtigt, wir haben vielleicht bei Obdachlosen ein entsprechendes Problem, das erkennen wir durchaus an, aber auch hier wäre vielleicht mehr Nachhaltigkeit gefragt. Lassen Sie uns doch Menstruationstassen verteilen, das ist erstens entsprechend nachhaltig, das ist zweitens finanziell überschaubar und es erreicht genau diejenigen, die Sie mit Ihrem Antrag eigentlich bedenken wollen. Dankeschön. So, damit sind wir erstmal durch die Einbringungen durch und jetzt beginnen wir in der Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanitzki. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen, Kollegen Stadträte, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Wir waren ja nicht die Einreichenden, von daher kann ich jetzt nur einen Teil dessen, was Frau Arnold hier gerade vorgetragen hat, auf mich beziehen. Und trotzdem kann ich unumwunden zugeben, dass ich mich persönlich über diesen Antrag tatsächlich von Herzen gefreut habe. Auch wenn ich es ein bisschen schade fand, dass wir ihn nicht mit der SPD gemeinsam einreichen konnten. Denn wir hatten tatsächlich kurz vorher als Grüner Kreisverband Dresden einen entsprechenden Parteitagsbeschluss herbeigeführt. Zumindest zum Frauentag haben wir dann wieder zusammengefunden, also so viel zu der Unterstellung, wir hätten das ja alles gar nicht ernst gemeint, und haben tatsächlich unter dem Hashtag wichtig wie Klopapier gemeinsam eine Verteilaktion gemacht und haben einfach mal darauf aufmerksam gemacht, wie das denn wäre, wenn es diese Selbstverständlichkeit denn gäbe. Und im Grunde genommen hat das Projekt aus meiner Sicht mehrere Zielrichtungen, die hat Herr Kaniewski auch schon sehr eindrucksvoll dargelegt. Ich muss auch sagen, wir wären jetzt als Dresden, und da legen wir ja Wert drauf, dass wir nicht zu progressiv sind, wir wären jetzt wirklich auch nicht übelst progressiv, wenn wir das machen. Es gibt mehrere Länder auf dem Globus, die das bereits machen, die Frauen, Mädchen, menstruierenden Menschen kostenlos Periodenprodukte zur Verfügung stellen. Es gibt auch mehrere deutsche Kommunen, die das bereits machen. Wir sind also um Himmels Willen nicht die Ersten, sondern wir machen einfach etwas mit, was man halt heutzutage so macht im 21. Jahrhundert. Die erste und wichtigste Zielstellung dieses Antrags ist tatsächlich, der strukturellen Benachteiligung von Frauen und menstruierenden Menschen entgegenzuwirken und nach Möglichkeit dem perspektivisch auch Abhilfe zu schaffen. Denn, und das muss ich jetzt wirklich mal sagen, und das macht mich auch ein bisschen ärgerlich an dem, was Frau Arnert gerade vorgetragen hat, niemand hier im Raum würde an der Notwendigkeit von Toilettenpapier, von Seife, von Papierhandtüchern, neuerdings auch von Desinfektionsmittel auf öffentlichen Toiletten und auf Schultoiletten zweifeln. Niemand, auf keiner Toilette. Und niemand hier im Raum kennt die Kosten dafür. Niemand weiß, wie viel wir jährlich für Toilettenpapier ausgeben. Und ich würde behaupten, dass wahrscheinlich noch nicht mal irgendjemand die Produktnummer dazu kennen würde. Wir tun es einfach, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Weil Menschen, wenn sie auf Toilette gehen, Toilettenpapier und Seife brauchen. Und es gibt eben auch Menschen, die einmal im Monat, wenn sie auf Toilette gehen, unter Umständen eine Binde oder einen Tampon brauchen. Und das ist die Selbstverständlichkeit, dass diese Möglichkeit zur Verfügung steht. Denn, und das muss ich jetzt auch mal sagen, tatsächlich kam in der Diskussion immer mal das Argument, naja, die Optionen sind aber so unterschiedlich und die Menschen möchten ja Unterschiedliches benutzen, brauchen unterschiedliche Größen, unterschiedliche Modelle. Das mag alles sein, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in dem Fall, und ich würde behaupten, den kennen die meisten Frauen, in dem Fall, wenn man mal gar nichts dabei hatte, ist Toilettenpapier einfach inakzeptabel, dann nimmt man jeden Tampon oder jede Binde, die man bekommen kann.
Und darum geht es einfach. Genau, und keine Details. Das ist nämlich die zweite wichtige Botschaft dieses Antrags. Wir brechen das Tabu. Entschuldigung, aber Blut ist nicht blau. Menstruationsblut sieht nicht blau aus, so wie es in der Werbung immer gezeigt wird. Das ist rot und das ist etwas, womit sich Frauen und Mädchen beschäftigen müssen. Und das ist etwas, womit sich aus meiner Perspektive auch jeder Mann beschäftigen muss. Weil es einfach eine Realität ist und es ist etwas, worüber man reden können muss. Und wenn wir nämlich anfangen, über Menstruation und Periode offen zu sprechen, dann gibt es auch Frauen, die sich mal krank melden können, weil sie wirklich die Bauchkrämpfe nicht ertragen können. Dann gibt es auch Frauen, die sich mal einen Tag krank melden können, weil sie unter PMS in einer Art und Weise leiden, dass es tatsächlich eine vorübergehende depressive Verstimmung ist. Es geht auch um diese Enttabuisierung. Es geht darum, etwas zum Thema zu machen, was einfach ein Thema ist und was nicht unsichtbar wird, weil es hinter Toilettentüren stattfindet. Das ist die Zielstellung dieses Antrages und deswegen unterstützen wir den auch. Noch ein Satz tatsächlich zu der Frage der nachhaltigen Produkte. Das ist an dieser Stelle tatsächlich mal kein rein grüner Ideologie-Standpunkt, den wir da reingebracht haben. Ich glaube, jeder Mensch, der sich mal mit den Produktionsbedingungen von Baumwolle auseinandergesetzt hat und Periodenprodukte sind in der Regel aus Baumwollanteilen gemacht, der weiß, warum es so wichtig ist, gerade unter dem Aspekt Wasserverbrauch, dass man auf ökologisch produzierte Baumwolle achtet. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn wir heute hier eine Mehrheit dafür finden, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Projekt. Und ich glaube im Übrigen, dass wir uns in 10, 15 Jahren fragen, warum wir jemals darüber diskutiert haben. Wird AfD noch mal das Wort gewünscht, Herr Bingert, bitte. Ja, Frau Schoneski, ich habe kein Problem, über menstruierende Frauen zu reden. Ich habe eher ein Problem, über menstruierende Männer zu reden. Ich wollte als erstes nur klarstellen, wir würden in unserem Ersetzungsantrag das Datum von August 2021 auf Januar 2022 setzen. Das nächste, die Frau Arnold hat uns an den Kopf geworfen, wir hätten keinen Finanzierungsvorschlag. Also so viel wir wissen, haben die Schulen ein Finanzierungsbudget für Toilettenartikel, Sanitärartikel etc. Und laut der Vorstellung von der SPD und von den Linken und wenn Sie natürlich sich informiert haben, wie was dort in Schottland zum Beispiel für Kosten auflaufen, liegt das sehr gering, das Budget, was benötigt wird. Zum Thema auch den Anwurf, dass die CDU im gleichen Ausschuss mit ihrer Vorlage kam, muss man dazu sagen, dass dort im Ausschuss keine Tischvorlage und auch keine Vorlage im System da war von der CDU und wir dort über ein gesprochenes Wort geredet haben, obwohl unser System schon vorlag. Da brauchen Sie jetzt nicht so blubbern, wir können uns leiden, das weiß ich. Grundsätzlich, warum haben wir so lange darüber diskutiert eigentlich, auch bei uns in der Fraktion, warum kontrovers, ist ganz einfach. Also ich bin ja Vater, ich habe menstruierende Mädchen. Ja, ich sage mal so, also meine Töchter haben Regelblutungen. Ganz einfach. Mein Sohn nicht. So. Aber der Punkt ist der, es geht ja um was anderes. Vor 100 Jahren gab es die Diskussion über Toilettenpapier. Das ist heute selbstverständlich, dass Toilettenpapier auf der Toilette ist. Und deswegen sind wir auch dafür, dass in den Schulen, in den Berufsschulen dieses Angebot auf niederschwelliger Basis zur Verfügung stehen sollte. Aber eben niederschwelliger Basis und natürlich auch im Sinne, die Finanzen müssen stimmen. Das heißt, diese dekadenten Anwürfe, Punkt 4 von den Grünen, würden wir natürlich nicht mittragen. Das ist der Punkt, weswegen wir damals uns entschlossen haben, einen Ersetzungsantrag zu schreiben. Dankeschön. Als nächstes Fraktion Die Linke, Leo Lenz. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Beigeordnete, liebe Kolleginnen aller demokratischen Fraktionen und liebe Gäste hier und am Stream. Es ist ein Fakt, Richard Kadiewski hat schon gesagt, die Hälfte der Menschheit, Frauen, Männer, nicht-binäre Personen, menstruiert, verliert also etwa einmal im Monat so eine halbe Tasse voller Blut, was weder glitzert noch blau ist.
Dass das passiert und dass Menschen menstruieren können, ist Grundlage unserer aller Existenz. Und dennoch, seit Jahrtausenden werden Menstruierende als gefährlich, dreckig und unrein dargestellt oder auch sogar mal mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Alle Schnee von gestern, fragen Sie sich jetzt. Bis heute werden Menschen, die menstruieren, stigmatisiert, fragen gerne auch hinter dem Rücken der Betroffenen, wie hat die etwa ihre Tage, sind keine Seltenheit. Menschen schämen sich und fühlen sich unwohl und ich bin mir fast sicher, dass jede Person, die menstruieren kann, schon mal einer anderen heimlich wie ein Drogendealer einen Tampon zugesteckt hat oder selbst vom Dealer die heiße Ware zugesteckt bekommen hat, möglichst so, dass niemand drumherum etwas davon mitbekommt. Aber warum muss das so sein? Wie kann ein natürlicher körperlicher Vorgang so stigmatisiert werden, dass so getan werden muss, als würde es ihn gar nicht geben? Das ist mir tatsächlich ein Rätsel. Beschwerden und Schmerzen übrigens, die in Verbindung mit der Periode stehen, werden oft nicht ernst genommen und sind viel weniger erforscht als Krankheiten und Beschwerden, die auch oder nur Cis-Männer betreffen. Aber nicht nur das, auch Periodenarmut ist ein ernstzunehmendes Thema und hier setzt der vorliegende Antrag an. Es gibt Personen, die können sich einfach keine Periodenprodukte leisten. Sie bleiben der Schule fern oder gehen nicht zur Arbeit und werden von der Gesellschaft ausgeschlossen. Periode ist teuer. Und das ist Menschen ohne Geldsorgen vielleicht gar nicht so bewusst, aber wer jeden Euro umdrehen muss, merkt das einmal im Monat sehr wohl. Auch die Wahl der Periodenprodukte und deren Qualität ist abhängig vom Geldbeutel und das sollte es nicht sein. Und Inkontinenzartikel, Frau Arnold, weil Sie es vorhin ja erwähnt haben, werden von der Krankenkasse übernommen. Da gibt es ein Budget im Monat und sie werden von der Krankenkasse übernommen. Und auch ich habe mit SchülerInnen gesprochen und da gab es durchaus andere Auffassungen. Sie haben sich gefreut darüber, dass es so einen Antrag gibt. Es gab Mails an mich, dass wir den doch bitte noch erweitern sollten. Also auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Bis vor kurzem wurden Menstruationsartikel in Deutschland sogar noch als Luxusartikel bewertet, zumindest steuerlich. Was ist absurd, denn Periode ist nichts, was man sich aussuchen kann. Nebenbei gesagt hat diese Steuersenkung am Ende gar keinen großen Unterschied gemacht, weil sich nach der Senkung die Hersteller gedacht haben, naja, cool, dann können wir ja die Preise anziehen und für die Verbraucherinnen sind am Ende die Produkte genauso teuer geblieben. Auf Bundesebene zeichnet sich leider bei der kostenfreien Bereitstellung von Periodenprodukten noch keine Neuregelung ab. Periodenarmut bleibt also weiterhin ein tabuisiertes, aber großes Thema, zumindest für die Betroffenen. Dresden kann hier mit gutem Beispiel vorangehen und die kostenfreie Bereitstellung von Menstruationsprodukten ist nicht nur eine konkrete Unterstützung, sondern auch ein Ausdruck von Anerkennung. Und wenn wir hier noch einen Schritt weiter denken, dann ist es ebenso wichtig, die entsprechenden Hygienebedingungen herzustellen, wie ausreichend Desinfektionsmittel oder vielleicht sogar Waschbecken in den Kabinen. Gleichzeitig können wir als Stadt einen kleinen Beitrag dazu leisten, endlich einen unverkrampften und progressiven Umgang mit dem Thema Menstruation zu befördern, die Tabuisierung von Menstruation und der Umgang damit, so dass sich Menschen dafür schämen, ist etwas, was lange aufgebrochen gehört. Nichts daran ist peinlich, eklig oder dreckig. Am Ende vielleicht noch ein kleines Gedankenspiel. Was wäre wohl, wenn Cis-Männer menstruieren könnten? Vermutlich gäbe es Feiern anlässlich der ersten Blutung, große Zeremonien und der damit verbundenen Aufnahme ins Mannsein. Kräfte messen darin, wer die stärkste Monatsblutung hat, gut erforschte Krankheiten und Beschwerden in Verbindung mit der Periode, Blutflecken, die als besonders männlich gelten, Ruheräume in Betrieben für Menstruierende, vermutlich sogar extra Urlaubstage, ach und sehr wahrscheinlich auch vielfältige und kostenlose Periodenprodukte. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten? Nein. Dann Freie Wähler, Herr Hannig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich will mal zunächst der Tradition folgen, die Sie von der SPD und von den Grünen offensichtlich auf Ihren Rhetoriklehrgängen lernen und mich zunächst mal bei allen bedanken, insbesondere bei Ihnen für diesen Antrag, weil er mir erlaubt, die Scheinheiligkeit und die Wahlkampftaktik, die Sie hier aufziehen, ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Außerdem möchte ich mich bedanken, und diesmal meine ich es aber ernst, bei der CDU-Fraktion.
ich würde sehr begrüßen, wenn Sie sich an den von Ihnen eingebrachten Antrag halten würden, höflich zu sein, die Leute ausreden zu lassen und in diesem Stadtrat politische Korrektheit zu wahren. Es war Ihr Antrag, Herr Schulze, nicht meiner. Okay, also, wenn ich das nochmal erklären darf, nochmal ernsthaft an die CDU. Ich freue mich, dass Sie diesen Antrag ernsthaft behandelt haben. Ich finde Ihren Ersetzungsantrag toll. Ich werde dem auch definitiv zustimmen. Ich finde es richtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und gerade Sie, Frau Arnold, haben viel von dem auch vorweggenommen, was ich auch sagen wollte. Natürlich kann man sich dem Thema sachlich nähern und das möchte ich eigentlich auch tun. Ich kann bloß nicht über meinen Schatten springen, wenn ich diese Cis-Männer-Sprüche von Leo Lenz gerade höre. Sie sind jemand, der absolut Ihren eigenen Grundsätzen von Gleichbehandlung, von Gleichheit, von Fairness, von Geschlechtergerechtigkeit entgegentritt. Sie verhöhnen sich eigentlich selbst. Das, was Sie machen, ist rassistisch gegenüber weiße Cis-Männer. Natürlich ist es das, weil Sie grenzen eine Gesellschaftsschicht komplett aus. Warum glauben Sie, dass Sie besser sind als Cis-Männer? Und Sie, Frau Mühle, sind ganz schön erbost, fühlen sich getroffen oder was? Das mag sein. Passen Sie auf. Ich will versuchen, mich dem Thema nun doch rational zu nähern. Und ich frage mich tatsächlich, wie kommt die SPD-Fraktion darauf, dieses Thema hierher zu bringen? Eine gewisse Schamlosigkeit ist damit verbunden, ein gewisses in die Öffentlichkeit bringen eines durchaus persönlichen Themas. Aber wenn Sie meinen, dass das ein Problem für die Gesellschaft ist, und das mag so sein, muss es diskutiert werden. Die Frage ist halt, gehört es in den Stadtrat? Sie haben selber in Ihrem Antrag die Republik Schottland oder das, ich weiß gar nicht, ob es eine Republik sind, also das schottische Ex-Königreich zitiert. Das mag der Gedanke sein. Der Staat könnte durchaus eingreifen. Wenn es so ist, wie Sie sagen, ich habe das nicht nachgeprüft, dass die Kosten der Menstruation ca. 5 Euro im Monat oder mehr sind, dann wäre das genau das Thema für Ihre Bundestagsfraktion, einen Gesetzentwurf zu machen, dass zum Beispiel Bedürftige, Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, die Frauen sind oder wegen mir menstruierende Personen, einen erhöhten Satz bekommen. Das würde ich fair finden und das würde ich korrekt finden, da bin ich absolut dafür. Weil natürlich ist es mit erhöhten Kosten verbunden. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieser Gedanke hier in den Stadtrat kommt, weil hier gehört er nicht hin. Hier gehört er auch aus einem ganz einfachen Grund nicht hin. Drei Themen habe ich und ich habe dann auch noch einen Ersetzungsantrag. Ökologie und Klima ist das erste Thema, Gerechtigkeit ist das zweite Thema und Kosten sind das dritte Thema. Zunächst mal, es wurde ja schon angesprochen zu dem Thema Gerechtigkeit. Frauen sind vielfältig, Menstruationshygiene ist es auch, Menstruierende wegen mir sind vielfältig. Nur Tampons anzubieten wäre ungerecht und in meinen Augen auch sinnlos. Wie wollen Sie es also machen? Sie stoßen mit Ihrem Antrag an ein technisches Problem, das sich in meinen Augen gar nicht lösen lässt. Ich bin keine Frau, ich halte mich da raus, aber die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir erklärt, na so einfach ist es nicht. Und Sie haben es ja hier selber schon gesagt, verschiedene Größen, verschiedene Materialien, verschiedene Produkte, so mag das nicht gehen. Dazu kommt aber, und das ist das, was mich am meisten enttäuscht und was ich scheinheilig finde von Ihnen als SPD, Sie haben diese Nummer mit der Klimagerechtigkeit hier reingebracht und nur mit Mühe und Not hat die CDU verhindert, dass das Ganze Klimanotstand heißt, aber in dem Beschluss stand drin, ab sofort wird bei jeder Entscheidung der Stadt die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt und Lösungen bevorzugt, die sich positiv auf den Klima- und Artenschutz auswirken. Und jetzt wollen Sie zusätzlich versuchen, Tampons und Hygieneartikel auf die städtischen Toiletten zu stellen. Das ist in meinen Augen schwierig mit dem Klimabeschluss zu vereinbaren. Ja, ich mag Ihr Lachen. Ich hoffe, dass die Presse zuhört wenigstens. Wenn Sie sich damit nämlich mal beschäftigen und darüber nachdenken, wie Ökologie und Klima funktionieren, können Sie mal gucken unter der Quelle HTTPS Klima der Gerechtigkeit 2019, Bericht über die ökologischen und wirtschaftlichen Kosten von Wegwerfhygieneartikeln, zitiere ich mal kurz. Wegwerfwindeln und Menstruationsprodukte tragen erheblich zur Klimaerwärmung bei. Diese Hygieneartikel, Sie wissen es doch, ja, schreien Sie ruhig rum. Aber jetzt passen Sie mal auf, ob Sie schon mal einen Tampon benutzt haben, Frau Filosien, weiß ich nicht, aber Sie werden mir zustimmen mit dem, was ich jetzt vorlese. Diese Hygieneartikel bestehen meist aus einem Materialmix und nach der Verwendung auch aus organischen Komponenten. Blut, das nicht glitzert. Diese Entsorgung ist in der Regel technisch schwierig und teuer. Ein Recycling ist unmöglich. Deshalb landen diese Hygieneprodukte in Europa typischerweise auf Deponien, nämlich zu 87% oder werden zu 13% verbrannt. Was nicht nur Ressourcen verschwendet, sondern auch weitere negative Umweltauswirkungen zur Folge hat. Und nun haben die Grünen einen Ergänzungsantrag gebracht und haben gesagt, wir nehmen jetzt mal ökologische Menstruationsprodukte. Okay, kann man machen, aber dann muss man sich mit der Frage der Kosten beschäftigen. Wir haben in Dresden 280.000 Frauen. Davon sind ca. 200.000 in menstruationsfähigem Alter. Ich vernachlässige jetzt mal die Nonbinären, die menstruieren. Wenn ich davon ausgehe, dass auf unseren öffentlichen Toiletten jede Frau im Monat nur ein einziges Hygieneprodukt entnehmen würde, ich vereinfache mal und sage einen Tampon. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ist meine Zeit schon um? Sind das also ca. 200.000 Tampons.
diese 200.000 Tampons würden uns, wenn wir einen billigen Tampon nehmen mit 7 Cent, 168.000 Euro pro Jahr kosten. Wenn ich aber einen biologisch abbaubaren nehme, der ca. 25 Cent kostet, sind das 600.000 Euro pro Jahr. Noch nicht eingerechnet, wer die Mülleimer leert, noch nicht eingerechnet, wer in den Kläranlagen, wenn die Toiletten doch für die Tampons benutzt die werden. Die Redezeit ist abgelaufen. Ja. Ich würde mich dann für die Einbringung eines Ersetzungsantrages nochmal auf die Rednerliste setzen lassen. Ich habe einen Ersetzungsantrag vorbereitet. Vielen Dank. Also als nächstes zum Abschluss der Fraktionsrunde wird von der CDU nochmal das Wort gewünscht. Nein. Dann war ein Geschäftsordnungsantrag, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Oberbürgermeister, mit Blick auf die Tagesordnung bitte ich um Ende der Rednerliste. Ja, auf meiner Rednerliste war im Moment niemand weiter. Wir waren durch die Fraktionsrunde durch. Nur angezeigt war, völlig richtig, Herr Nicht, dass Sie noch einen Änderungsantrag einbringen wollen. In der Tat, ich würde gerne einen Ersetzungsantrag einbringen. Und zwar wollen wir einen Ersetzungsantrag einbringen mit folgendem Wortlaut. Ich gebe Ihnen das gleich, Herr Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Kooperation mit den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben ab dem Jahr 2022 in möglichst vielen Sanitärbereichen von Liegenschaften, welche sich im Besitz der Landeshauptstadt Dresden oder ihre Unternehmen befinden oder von ihr genutzt werden, Wickelplätze für Babys und Kleinkinder zu schaffen, die sowohl für Väter als auch für Mütter zugänglich sind. Diese Investitionen in die Familienfreundlichkeit der Stadt Dresden sollen unter anderem aus den Mitteln finanziert werden, die für die Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung der städtischen Unternehmen geplant waren. Das ist der Ersetzungsantrag. Und ich will Ihnen, da habe ich ja das Glück, dass ich noch mal 5 Minuten reden darf, auch erklären, warum. Wenn Sie sich mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit befassen wollen, und das finde ich grundsätzlich ja gut, dann fangen Sie doch bei den Dingen an, die wir in dieser Stadt bewegen können und die uns was nutzen. Anstatt hier drüber zu diskutieren, ob der Herr Pinkert einen menstruierenden Sohn hat oder 3 menstruierende Töchter, ist es doch eine ganz andere Frage. Wir haben Unmengen von Fatis, Unmengen von Männern, die tatsächlich live das Problem haben, dass sie mit ihren Babys nicht wissen, wo sie im Idealfall mal die Windel wechseln. Und das wäre mit ganz anderen Kosten verbunden. Ein solcher Klapptisch, ein Wickeltisch kostet nämlich ca. 500 Euro pro Stück. Das ist schon ein relativ teures Produkt. Das wäre mal eine sinnvolle Nummer, auf den Herrentoiletten solche Wickeltische mit aufzustellen und Eimer drunter zu stellen für Windeln. Damit habe ich eine ganze Menge Probleme gelöst und ich habe was wirklich Vernünftiges getan. Die Frage, ob wir tatsächlich als Stadt hier diese Hygieneprodukte zur Verfügung stellen sollen oder müssen, halte ich hingegen für einen Schaufensterantrag. Es geht darum, in die Presse zu kommen, Frau Arnold hat es bereits gesagt, und es ist eigentlich peinlich und es ist unnötig. Die Menschen, die tatsächlich aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, sowas sich zu leisten, haben andere Möglichkeiten zu sparen. Sie werden in dieser Stadt bevorzugt. Es gibt einen Dresden-Pass, es gibt viele staatliche Möglichkeiten. Und ich sage es nochmal, Ihre Parteien, wenn die SPD die 5%-Hürde schaffen sollte, sitzen Sie ja dann im nächsten Bundestag auch wieder. Falls, dann können Sie das dort einbringen. Da gehört es hin. Hartz-IV-Satz erhöhen für Frauen oder für Menstruierende, bin ich sofort dabei, finde ich genau richtig. Aber wir als Stadt haben ganz ehrlich ganz andere Probleme, als Millionen dafür auszugeben, auf öffentlichen Toiletten, die ja noch nicht mal flächendeckend verteilt sind, Tampons zu verteilen. Ich bitte Sie, darüber noch mal nachzudenken. Mein Ersetzungsantrag würde ich gegebenenfalls mit einer kurzen Auszeit auch an den CDU-Antrag mit dranhängen und punktweise Abstimmung beantragen. Wir Freien Wähler stimmen dem CDU-Antrag zu. Wir finden unseren Antrag natürlich auch gut. Man kann vielleicht über beides diskutieren. Dankeschön. Also, wir kommen jetzt zum Schlusswort der SPD und so, wenn Herr Kaniewski vorkommt, brauchen Sie da keine Auszeit, weil ich werde den Antrag nicht zulassen, weil der mit dem Gegenstand des Antrages überhaupt nichts zu tun hat und das in der Geschäftsordnung auch nicht zulässig ist. Bitte schön, Herr Kaniewski. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt habe ich mir tatsächlich meinen Zettel genommen, weil hier so viele Dinge kamen, auf die man noch mal eingehen muss, was ja glücklicherweise, Herr Kollege, es ist das Schlusswort und insofern müssen Sie ja keine Angst haben, dass es danach noch mal weitergeht, aber es gibt schon ein paar Sachen, die man noch mal klarstellen muss an der Stelle. Punkt 1 ist, es soll Menschen geben, die ohne Rhetorikkurs trotzdem gerne Danke sagen,
weil das wäre das, was diesen Rat ein bisschen angenehmer machen würde, wenn wir da auch ein bisschen netter und freundlicher mit umgehen. Deswegen ist das weder Rhetorikkursschule der Grünen noch der SPD gewesen, sondern gibt Leute, die es einfach gerne machen. Zweiter Punkt, lieber Herr Hanig, danke für Ihren Redebeitrag hier gerade eben. Der Einzige, der hier Wahlkampf gemacht hat, sind Sie mit zwei unterirdischen Auftritten gewesen gerade. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, Herr Hanig. Und ich hätte mich tatsächlich darüber gefreut, über eine gewisse Kontinuität im Argument. Ausschusssitzungen sind ja nicht öffentlich. Deswegen werde ich jetzt nicht weiter darüber sprechen, wie Ihre Ersteinschätzung zum Antrag gewesen ist. Aber es ist natürlich schön, das dann hier nochmal in einer anderen Form nach draußen zu posaunen, was denn das für ein großer Wahlkampfquatsch an der Stelle wäre. Finde ich schade, wir hätten uns im Ausschuss darüber unterhalten können. Liebe Frau Ahner, das tut mir sehr leid, wenn das in Ihrem Ausschuss nicht diskutiert wurde. In den Ausschüssen, wo ich den Antrag vorgetragen habe, sind sowohl die Kosten von unserer Seite benannt worden. Das sind knappe 400.000 Euro nach unserer Rechnung pro Jahr. Die Stadtverwaltung selber hat eine Stellungnahme abgegeben. Vielen Dank dafür an die Bürgermeisterin Jenigen, die gesagt hat, so ein Automat, den man beispielsweise in einer Sanitäreinrichtung aufhängen könnte, würde 400 Euro kosten. Also da hat die Verwaltung ja auch schon quasi antizipiert bestimmte Informationen mitgegeben, was dann auch an Preisschild dran wäre. Wir haben das Preisschild an der Stelle nicht rangemacht, weil es ein erweiterter Umsetzung- und Prüfauftrag ist an der Stelle. Organisatorische und logistische Voraussetzungen schaffen an dem Punkt. Und mal ganz ehrlich, hätten wir die Kostendeckung da reingeschrieben, das ist ja in diesem Stadtrat immer das Ding, egal wie du es machst, machst du es falsch, hätten wir die Zahl reingeschrieben, dann wäre die Diskussion gewesen. Das können wir jetzt nicht mehr machen, weil wir sind ja gerade mitten in Haushaltsverhandlungen. Schreibst du es nicht rein, ist es schlimm, weil wir wissen nicht, wie teuer es ist. Schreibst du der Verwaltung nicht rein, wie konkret sie es umsetzen soll, so, dann ist das ein riesengroßes Problem. Schreibst du rein, wir wollen auf jede Sanitäreinrichtung einen Automaten haben, dann wird dir zugerufen, das ist aber schon sehr konkret für eine Stadtratsinitiative. Insofern, ich würde mich freuen, mal gucken, ich bin selber sehr gespannt, weil ich kann es gerade nicht durchrechnen, ob das federführende Ausschussvotum eine Mehrheit bekommen wird hier oder nicht. Ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, das Ganze umzusetzen. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, das Schulbudget, das war einfach, glaube ich, nur missverständlich formuliert hier an der Stelle. Das ist ja nicht gekürzt, das haben wir ja gestern abgewendet, es gibt keine Kürzung im Schulbudget, das ist nochmal an alle Schulleiterinnen und Schulleiter da hinten im Stream, das Schulbudget ist nicht gekürzt. Und insofern lassen Sie uns abstimmen. Der Ersetzungsantrag der SPD ist zurückgezogen. Das war das Kompromissangebot, wo man nochmal hätte gucken können, ob wir das gemeinschaftlich hier hinkriegen. Ich glaube aber, es ist nicht notwendig, über den noch abzustimmen. Das ist der letzte, der jetzt reingegangen ist. Insofern den würde ich für meine Fraktion zurückziehen, sodass wir dann, glaube ich, nur zwei Ersetzungsanträge und dann die Schlussabstimmung haben, meine ich. Vielen Dank. So, das macht es im Abstimmen etwas einfacher. Wir haben zwei Ersetzungsanträge vorliegen. Ich würde mal als etwas weitergehend den von der AfD interpretieren. Deswegen kommt der zuerst an. Dann kommt der Ersetzungsantrag der CDU dran. Haben jeweils immer, wenn einer ersetzt ist und beschlossen ist, ist immer zu Ende. Wenn nicht, kommen wir dann zum federführenden Ausschussbericht. So. Wer möchte dem Ersetzungsantrag der AfD zustimmen? Gegenprobe. Letzteres ist die deutliche Mehrheit. Damit hätte der keine Mehrheit gefunden. Wir kommen zum Ersetzungsantrag der CDU. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das müsste auch die deutliche Mehrheit sein. Hätte das auch keine Mehrheit gefunden. Damit kommen wir zum federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Also. 34 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit
angenommen. Wir